kleiner Zwischenstopp auf dem Weg zum Bier beim Tobogan. Was erwartet uns denn hier? Ja, der Tobogan erwartet euch hier. Was passiert? Ja, es gilt, das Hörderband zu bewältigen. Das ist die Kunst hier. Dann schauen wir mal, ob das die Leute hier auch schaffen. Wir haben hier zwei Spezialisten gerade, den Chef vom Tobogan und den Harry G. Schauen wir mal, wie die Einschätzungen sind. So, jetzt gleich kommt ein Kandidat. Was wird passieren? Den haut sie, weil der einfach zu dünn ist. Was glaubst du? Ja, kann man immer schlecht einschätzen, aber das ist ganz unterschiedlich. Aber ich sage mal, im Schnitt von 10, es kommt immer auf die Uhrzeit an, schaffen es 8 nicht. Wobei die alle nicht schlecht sind, oder? Ich meine, schau mal hin, das ist jetzt schon der 5., der es schafft. Nein, der schafft es nicht. Das ist ein typischer Büromensch. Der macht sowas nicht oft. Das ist keine Karriereleiter, das ist ein Förderband, weißt du. Aber liegt es am Alkohol oder liegt es einfach daran, dass er das nicht so oft macht? Ah ja, gut. Jetzt liegt es daran, dass er es nicht so oft macht, aber schon her bei denen, da ist wahrscheinlich die Ausbeute relativ hoch, dass es einer nicht schafft. Jetzt schnappen wir uns den Typen da, der als nächstes kommt, mit den Blumen hinten auf dem Hosenträger. Wird das was oder wird das nichts? Ich sag, der schafft es nicht. Der schafft es nicht? Na, der schafft es nicht. Was sagst du, der mit den Blumen, wird das was? Ja, der mit den Blumen schafft es, weil der hat ja Schmalz. Der lässt sich gleich aufziehen, aber der zum Beispiel, der schafft es nicht. Ja, das war klar, weil der hat sich da was überlegt, wie er das macht davor, aber war natürlich ein Schmarrn, oder? Welche Tipps kannst du denn geben? Wie funktioniert es denn am besten? Also am besten ist mit Schwung reinlaufen, Oberkörper weit nach vorne beugen und nicht am Geländer festhalten. Das ist eigentlich das Wichtige. Nicht festhalten und nicht zu viel Bier trinken. Hat er mit der Blume hat's nicht geschafft, Harry. Du lagst falsch, da hat deine Surferkompetenz nicht geholfen. Wie schaut's denn aus? Schaffst du's denn? Ehrlich gesagt, ich hab's schon öfter geschafft, aber ich probier's nie wieder. Aber das, was er sagt, Gewicht nach vorn mit dem Oberkörper direkt, nein, das gilt auch fürs Bierzelt. Also das ist eine Regel, die funktioniert immer auf der Wiesn. Das ist natürlich auch Taktik, klein machen und am Boden legen, ne? Das hat schon immer funktioniert.